Prestige, Soul Fighter Shaco ist der Skin, den wir uns heute hier mal genauer anschauen. Und ich finde, vom Ingame-Model her ist das wirklich mal ein guter Skin. Also, wenn ich das mit Cove Makali von letztens vergleiche, also das ist sowas von eine 10 von 10. Die haben auch irgendwie die Farbeffekte cool gemacht, dass das so einen, diesen klassischen Soul Fighter-Look hat. Ich finde es, by the way, schade, dass die diese Arena keine neuen Soul Fighter-Skins gemacht haben, weil die sahen immer mega nice aus. Guck mal, diese Farben sehen einfach genial aus von diesen Skins, finde ich. Wir müssen noch die Fähigkeiten kurz leveln. Wupp, 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 wupp. So. Ja, machen wir mal kurz alles fertig. Zack, zack, zack. So, fangen wir an mit der Auto-Tag-Animation. Warte mal, hat die so ein blaues Ding wegen, gottlose Hydra heißt sie? Das Item heißt auf jeden Fall anders in. Der englischen war gottlose Hydra. Okay, wild. Ja, die Auto-Attacks sehen ganz wild aus. Ich will mir natürlich nochmal die Boxen anschauen. Wir machen mal eine Box hier hin und dann locken wir die da rein. Warte mal. Ja, die Boxen sehen auch so aus wie er mit diesem Soulfighter-Look. Ja, die Boxen sind natürlich für AP-Shaco meistens wichtiger, aber oh, sieht ganz gut aus, würde ich mal sagen. Wir können auch mal den Red Buff. Warte mal, ich habe ja Cooldown ohne Dings. Mal den klassischen Shaco-Start. So hat man früher den Shaco-Start gemacht. Am Red Buff. Heute geht es ein bisschen anders. Muss ich selbst nochmal gucken, wie man den richtigen. Hä, wieso geht der zu den anderen nicht? Jetzt. Ja, die Boxen sind auf jeden Fall sick. Hat das Q noch eine besondere Animation? Muss ich gleich mal gucken. Nö, das Q ist relativ Standard. Das E. Oh, das E hat eine geile Animation. Nice. Das E sieht richtig cool aus, weil es noch so einen kleinen Schleier da so bei dem Skischer da. Mega, so Ultimate. Kann man mit Alt auch steuern. Wissen viele Leute nicht, wissen viele Shaco Novizen nicht. Da muss man sagen, Klon steht nur bei dir und ich glaube bei deinem Team vielleicht noch. Und das sieht bei den Gegnern genau gleich aus. Früher gab es noch den Trick, dass man das Legendary Item, also dass man den anklickt und beim Legendary Item sieht, welcher der Klon ist und nicht. Das geht aber, glaube ich, nicht mehr, weil die haben ja Legendary Items entfernt. Oder Mythic Items hießen die, glaube ich, genau. Naja, soweit so gut. Ein sehr würdiger Skin. Gucken wir uns noch die Emote-Sprüche und so weiter schnell an. Mit meinem nächsten Trick lasse ich euch verschwinden. Das hat auch der normale. Mit meinem nächsten Trick lasse ich euch verschwinden. Warum so ernst? Das sieht ein bisschen anders aus mit den Schleiern wieder. Der Tanzklass, Classic. Also, mir gefällt der Skin richtig gut, muss ich sagen. Ich bin jetzt kein Shaco Main, aber von einem Shaco Prestige Skin könnte ich mir nicht viel mehr vorstellen. Dem gebe ich auch eine 10 von 10. Mag den einen oder anderen ein bisschen verblüffen, wenn Cove Makali nur eine 8 von 10 kriegt, aber ich finde, der hat einfach sicke Animationen. So. Ich finde, der hat geile Animationen, das ist so ziemlich das Optimum, was ich mir vor einem Shaco-Skin vorstellen könnte. Ja, was ist eure Meinung zu Prestige Soulfighter Shaco? Schreibt es gerne in die Kommentare. Wir gucken uns wie gewohnt den Recall zum Ende noch an. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns auch bei der nächsten Skin-Vorstellung, beim nächsten Video oder whatever. Bis zum. Ey, der sieht sick aus. Bis zum nächsten Video. Ciao.